Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Die Grillparty des Sommers geht los. In einem Duell auf Zeit buhlen zwei Promis um die Gunst einer dreiköpfigen Jury. Alle Mittel sind erlaubt. Und wenn's mal brennt, hilft der Grillchef aus der Patsche. Aber nur, wer mit seinem Gericht überzeugt, gewinnt die goldene Servola. Heute bei Die Promigriller, der beste Illusionist Deutschlands. Peter Valance wurde als jüngster Zauberer aller Zeiten mit dem Oscar der Magierwelt, dem Merlin Award, ausgezeichnet. Alles nur Illusion? Im Duell gegen Erwin aus der Schweiz, alias Erwin der Trottel. Hinter der schrägen und etwas verklemmten Kunstfigur steckt Mark Haller. Mit einer Mischung aus Comedy und Zauberei sorgt er beim Publikum für Zwerchfellüberlastung. Erwin, ich werde dir zeigen, dass ich auch am Grill ein magisches Händchen habe. Peter, ich werde dich grillieren. Manege frei für unseren Grillchef Freddy Kamera. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Die heutige Kreation von Adrian Chanz heißt Mr. T. Grüß bis Decker von Dina mit Gurkensalat und geräuchten Erdäpfelstampf. Alles, was ihr zu brauchen, ist auf der Arbeitsfläche parat. Die Grills sind bereits heiß. Für das Gericht habt ihr eine Stunde Zeit. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr mir mit dem Glöckchen läuten. Ich komme in einer Minute zu euch, verrate euch Tipps und Tricks. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ausser auf Flamme. Fertig, los! Jungs, ab hinter den Grill. Los geht's. Erwin? Was führst du im Schilde? Ich finde, das Wichtigste beim Grillen ist, dass man eine gute Gattung macht. Ich habe mir da sehr Mühe gegeben, das wichtige Grilloutfit. Sicherheit gab vor, es ist auch sehr gefährlich. Ich schaue mal schnell das Menü noch mal schnell an. Also der Gurkensalat ist eigentlich schon fertig, wenn ich das richtig sehe. Mit Gurkensalat und geräuchertem Kartoffel, was? Stampf. Mit einem Grill Kartoffelstampf zu machen, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Sehr wichtig ist, sehr scharfe Messer. Das ist wirklich sehr scharf. Oh. Und ja, und man kann das auch schnell da testen. Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Ui. Ui, ui, ui. Tut dir nicht weh, Erwin, tut dir nicht weh. Ah! Ah! Oh je, hei je. Hat jemand ein Pflaster da oder sowas? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich froh, ist noch alles dran. Hä? Was hast du jetzt vor? Schon, Peter? Ja. Nicht mit Grillen heute. Jetzt kannst du mal dein Festlingskünstler beweisen da. Perfekt. So, also. Gut, dann fangen wir mal an grillieren, hä? Oho. So läuft das also zwischen uns beiden. Erstmal, wo kann ich ein Bier bestellen? Gib dem Erwin kein Bier. Gib dem Erwin kein Bier. Bei einem solch unfairen Verhalten gebe ich es lieber dir. Dankeschön. Erwin, du musst dir dein Bier erstmal verdienen. Ich muss mir das Bier hier wirklich sehr hart verdienen. Warte mal, ganz kleinen Moment. Dann bin ich mal gespannt. Boah, das ist aber beeindruckend. Hast du auch so einen tollen Trick? Bravo, bravo! Also wenn der natürlich seinen Ballon schluckt, dann kann er von seinem Essen nicht so wirklich überzeugt sein. Hier hast du was zum Runterspülen. Peter? Ja? Hast du einen Bieröffner? Ja. Ja? Wo denn? Möchtest Kann du ich ihn? Den haben? Ich dachte immer, ihr Zauberkünstler seid feinmotorisch so geschickt. Sind deine Tricks auch so schlecht wie... So, ich kann gar nicht zaubern, ich tue nur so. Ja, das sehe ich. Guerillataktik nennt man das. Quasi, dass er meint, dass ich das gar nicht kann. Dabei tue ich nur so, das ist nur eine Taktik. Oh, geil, cool. Oh, toll, du hast eine Bierfontäne gezaubert. Marinade, bleib mal so ein bisschen. Kann ich jetzt Fleisch haben? Hey, man spricht nicht mit vollem Mund. Hier. Vielen Dank. Merci vielmals. Bitte, bitte. Okay, sehr gut. Bis jetzt habe ich ja immer, wenn ich grilliert habe, einfach das Grillfleisch auspackt und auf den Grill da. Und es hat jetzt überall so Gewürz gehabt und so Pflänzli. Und das überfordert mich jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, ich fange mal meinen Super-Joker. Kurze Frage. Ja, bitte. Ich würde gerne das Fleisch marinieren. Kurzer Tipp, bitte ganz schnell, wir haben nur eine Minute Zeit. Okay? Salz, Pfeffer, ein bisschen Coca-Cola. Coca-Cola. Und Olivenöl. Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und das auch? Kannst du auch das auch? Ja. Das auch? Kannst Salz, Pfeffer? Olivenöl, ein Zitrone, ein Zwiebeln, Fantasie. Und kannst du mir schnell sagen, für was man das braucht? Ja. Für was? Für einen Erdäpfelstampf machen. Was ist, wie geht das?
Du hast den Äpfel schälen und im Wasser den Koch auf den Grill stellen. Gut, danke, merci. Ich hätte gerne Coca-Cola. Coca-Cola. Wenn Erwin Cola nimmt. Zum Marinieren tun wir da mal ein bisschen Koki rein. Ich mache sogar gleich noch ein bisschen Knoblauch drauf. Wie schneidet man Zwiebeln? Ohne wirklich. Eigentlich bin ich schon so weit. Alles drauf, ein bisschen Öl, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel. Dann beam das mal auf den Grill rüber. Nein? Jetzt fehlt für meine Marinade noch ein bisschen Limette. Und wie bringst du deine Kartoffeln zum Dampfen? Ja, wie muss denn das gemacht werden? Die müssen ja noch geräuchert werden. Um Himmels Willen, ist da schwarze Magie im Spiel. Hör mal, Erwin, war das eine Kampfansage? Ja. Ich wollte ein bisschen Grenzen ausloten, wie weit kann ich gehen, und habe gemerkt, da ist die Grenze, weiter darf ich nicht mehr. So, ich glaube, ich brauche auch mal den Joker. So, wie kann ich dir helfen? So, lieber Grillchef. Ja, bitteschön. Wichtige Frage, wie mache ich das mit den Kartoffeln? Zuerst alles lang. Das Wasser rein. So, wie ich es vorgesehen hatte. Ja. Ja. Wie wird das Ganze geräuchert? Du tust die Kartoffeln im Salzwasser kochen. Dann tust du das Ganze am besten auf ein Lochblech drauf. Ja. Die fertige Masse, Salz, Pfeffer, Butter dazu. Ja. Und dann die Räucherchips in den Grill hineinstellen. Und wie mache dann ich den Und wie mache ich den Stand? Am besten mit einem kleinen Messer verteilen. Grillzeit? 8 bis 12 Minuten. Kerntemperatur? Ich würde es auf 50 Grad machen. Der Dressing? Gurkensalat, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Dill, ein bisschen Kräuter, Salz, Pfeffer, okay. Olivenöl, Fantasie. Hast du gehört, Erwin? Ja. Hast du noch eine Frage, oder? Darf ich auch was? Ich weiß jetzt, wie ich den Kartoffelstampf machen muss. Also, den Herdöpfel schälen oder nicht schälen, da im Wasser drin kochen, in den Grill hineinstellen. Wie lange kochen lassen? Ja, rund 20, 25 Minuten. Ins Wasser rein? Ja, im Wasser kochen. Okay. Vielen Dank. Viel Glück. Danke schön, vielen Dank. Ich tue jetzt mal die Schälen. Ah! Peter, das schaut ja bezaubernd aus. Und dein Fleisch, kommt das auch noch auf den Grill? Wohl, das ist eine gute Idee. Hast du das Fleisch schon drauf? Nee, habe ich noch nicht. Für den richtigen Garstufe von T-Bone Steak kann man die Kerntemperatur messen. Zwischen 49 und 53 ist es Medium Rare, bis 60 Medium und ab 68 Well Done. Gummiringe. Kennst du von zu Hause? Gummiringe. Echt jetzt? Schau mal genau hin. Sieht noch nicht sehr spektakulär aus, ich weiß. Aber das Tolle ist, wenn man hier so ein bisschen reibt, dann Achtung. Okay, ich zeige dir auseinander. Was viel Besseres mit einem Gummiring. Noch besser? Darf ich mal einen Gummiring Ja, natürlich. Haben? Hier ja. ist der Gummiring. Ja. Und dann mache ich einmal so. Ja. Und jetzt, bang, ist er schon da. Wow. Ich kann sowas nicht, aber ich weiß, wie er es macht. Guck mal, der hat spezielle Gummiringe. Der reißt die in der Mitte durch, macht sie wieder zusammen. Dann schnippt man nur einmal und dann hat man wieder schon einen kompletten Gummiring. Was versucht ihr mit diesem Hokuspokus zu kompensieren? Oh. Fehlende Grillkenntnisse? Man könnte das natürlich auch räuchern, aber das ist jetzt schon ein bisschen durchnässt. Oh, ist zu salzig. Ich habe so viel Salz reingemacht. Das kommt wohl von so gewissen Ablenkungsmanövern. Folie ist sehr gut. Nein, aber doch nicht unters Fleisch. Hallo, muss ich die Feuerwehr heraufbeschwören? Ich glaube, es ist schon durch. Ich glaube, dabei hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes noch so ein bisschen die Finger verbrannt. Gar nicht schlecht. Lass mal noch ein bisschen drauf, ein ganz klein bisschen. Das fällt noch. Oh. Damit hast du dir aber einen Bärendienst erwiesen. Leg das mal hier so ein bisschen. Grill rein tun. Nein, nicht. Stopp! Zu spät. Ich habe es dann einfach in den Grill reingerührt und es hat ehrlich gesagt nicht so viel Rauch gegeben. Ich tue jetzt hier so ein bisschen Salz da rein. So. Dann zerdrücke ich das Salz. So. Und jetzt ist Salz so verschwunden. Schau. Da ist es schon wieder erschienen. Wow, krass! Das stinkt. Dann lasse ich jetzt die Kartoffeln noch ein bisschen drauf, lass sie noch ein bisschen einräuchern. Tun wir da ein bisschen Honig nehmen? Mann, der hat den Honig, den haben wir auch schon gesucht. So, den Honig, der gehört mir, den kriegst du nicht. Wie machen wir die weich? Tja, ich hab deine Idee, du Bruchpilot. Kannst du die nicht einfach weich zaubern? Ich wünschte, ich könnte das, aber... Die Kartoffeln, das ist so mein kleines Sorgenkind. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die stampfen soll. Ich probiere mal ein bisschen, ob mir das schon kosten kann. Und der Clou an dem Ganzen. Ja, was ist jetzt der Clou? Was ein bisschen ist, es ist ein bisschen trocken. Das ist ein bisschen das Problem jetzt.
Nachdem man das T-Bone Steak grilliert hat, sollte man es vor dem Servieren noch ein paar Minuten in Alufolie einpacken. Da geht der Überdruck weg und der Fleischsaft beruhigt sich. So bleibt das Fleisch saftig und zart. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich das ganze Fleisch auf den Teller tue, weil irgendwie, ich möchte jetzt die nicht überfordern, die Jurymitglieder. Wenn da wer überfordert ist, bestimmt nicht die Jury. Für den Clifford muss es vor allem gut aussehen. Aha, das ist dein Trick. Ah! So ein bisschen Butter noch rein. Aufgepasst, noch 7 Sekunden. Ich schmeiß da einfach so ein paar von denen da rauf. Die sind schon fast gut. Ah, die kommt es nicht so meins. Stopp, Finger weg. Herrje, das Finger weg war aber nicht so gemeint. Erwin hatte ich so das Gefühl, der hatte noch viel weniger Ahnung als ich. Der versucht, glaube ich, eher so ein bisschen die Juroren mit dem Zaubern zu überzeugen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Na dann wollen wir mal sehen, ob sich unsere Jury auf eine magische Kostprobe einlässt. VIP-Stylist Clifford Lilly, Selfmade-Millionär Hausi Leutnecker und Chefkoch Adrian Chanz. Wer hat das bessere T-Bone Steak auf den Teller gezaubert? Oh. Und tada! Ui, riesige Portion. Oh. Also gut, wir machen es so. Ich nehme den grünen Teller und nein, ich fange den roten. Ich fange immer grünen an. Du warst schon von dem? Ich bin von der grünen Welle. Saftig. Es ist sehr gut. Extra durch. Für dich, ja. Ja, aber okay. Und natürlich von den guten Herdöpfeln. Ganz gut, ja. Ganz gut hat der Film. Kartoffelsalat, ja. Sola? Ja. Okay, wünsche euch gute. Yes, gut miteinander. Schreit ein nach Soße hier, das Stück Fleisch. Das ist ein Anker hier. Und wenn es im Herdöpfelstock drin ist, wäre es schön, wenn es so ein bisschen flüssig wäre, weißt du? Clifford, bist du bereit für den nächsten Hour? Ja, bin ich. Der ist schon leer. Was ist eins oder zwei? Zwei. Zwei. Aber was ist das in der Mitte dort? Ein Daumen, oder was ist das dort? Zaubertrick. Kann man Zigaretten verschwinden lassen? So ein Zaubertrick ist das. Voilà. Habe ich herausgefunden. Gut. Gut. Das ist ein bisschen wie Bündnerfleisch, weißt du, schon so trocken. Aber beide trocken, beide. Beide sind trocken, hast du gehört? Rauchgeschmack ist sehr dezent. Wirklich dezent. Also komm, gib mir die Punkte. An die Arbeit, Jungs. An die Arbeit, okay. Welcher Magier schnappt sich die goldene Servola? Illusionist Peter Valance mit dem grünen Teller? Oder Comedian und Zauberkünstler Erwin aus der Schweiz mit dem roten? Beide Teller haben sehr gut geschmeckt. Also man isst mit den Augen. Ich war schon fasziniert von den roten Teller. Das war interessant aufgelegt. Aber für T-Bone Steak hätte ich gerne auch wirklich der Look und der T-Bone Steak vor meinen Augen. Und dafür habe ich die grünen Teller 8 Punkte gegeben und die rote 6. Herren, wenn ich mal Unterhaltung brauche im Restaurant, dann seid ihr sicher die richtige Nummer. Aber als Koch, nein. Das T-Bone Steak war zwar hier schön erkennbar, wie das der Clifford hat gesagt hat. Oder der Herdöpfelstock war näher am Herdöpfelstock als auf dem roten Teller, wo er eigentlich nur in die Scheibe drauf gelegen ist. Und darum gibt es für Rot weniger Punkte als für den grünen Teller. Peter, Erwin, ich bin so heikel wie die zwei. Ich habe beides gut gefunden. Und ich habe es genossen, ich hatte Hunger. Die haben beide die Noten verdient. Ich bin mit beiden zufrieden. Ich will beide engagieren. Yeah! Erwin! Vielleicht hatte der Erwin die besseren Tricks, aber am Grill da hatte ich heute das magischere Händchen. Gratuliere dir, hallo, alles Gute. Du bist ein bisschen nachleib, vor allem. Nächste Woche bei Die Promi-Griller. Leonard gegen Monique. Blonde Frauen hinter dem Grill sind noch schlimmer als hinter dem Autosteuer. Kommen schon gleich Aargauer Nummern über. Warte nur. Ja, das ist noch schlimmer. Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne einen Bell-Gutschein für die neuen Beef Brisket und Pulled Salmon im Wert von 100 Franken. Sowie ein Kochbuch von Jurymitglied Adrian Chanz. Woher hat das T-Bone Steak seinen Namen? A. Von der Knochenform.
B. Von der Fleischfarbe. Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deiner Adresse an die Zielnummer 920, eine E-Mail an griller@1.ch oder ruf uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell.